Unter dem Motto Pickle the Ball stand die neue Trendsportart Pickleball, eine Sportart für Jung und Alt, am 6. Mai im Mittelpunkt eines familiären Sporttags in der Sporthalle der Betraven-Gemeinschaftsschule in der Remscheider Straße. Ja, hallo. Ich begrüße euch alle und Sie alle zum Pickleball-Turnier, veranstaltet von der Betraven-Gemeinschaftsschule mit Unterstützung des TSV Spandau und des Bezirksamts Spandau. Pickleball ist eine Sportart, die wir gerne hier als Trendsportart etablieren wollen in Spandau. Wie man schon im Hintergrund vielleicht auch sehen kann, ist es ein Rückschlagspiel. Ein Rückschlagspiel, was sozusagen eine Mischung ist aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Man spielt mit einem Holzschläger, neuerdings auch mit Plastikschlägern. Der Ball ist durchlöchert, manchmal etwas leichter, man kann auch Outdoor spielen und man braucht dazu eigentlich nur Platz in der Halle in der Größe eines Badmintonfeldes. Ja, und wir haben das zum ersten Mal ja angeboten. Es wird gut angenommen, auch in der Arbeitsgemeinschaft hier an der Betraven-Gemeinschaftsschule. Und wir hoffen, dass sich sehr viele hier begeistern lassen, auch in den Verein einzutreten, denn das ist Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Das möchte gerne auch das Bezirksamt, Jugendliche von der Straße zu holen. Und wie man auch sieht, spielen auch Senioren gerne dieses Rückschlagspiel. Und wir hoffen, ja, dass sich viele finden, um diese Sportart draußen oder auch drinnen auszuüben.